Ja, Herr Ecker, Sie sind wieder unterwegs auf der Tour durch die Messe. Sie haben gerade ein interessantes Interview geführt mit dem ORF über das gesunde Haus. Wie würden Sie bauen? Das ist relativ einfach erklärt. Da ist einmal die Fantasie sehr groß und zum Zweiten, wenn man jetzt gerade durch die Häuselbauermesse läuft, gibt es natürlich jenste Ansätze und Ideen, wie man baut. Aber im Endeffekt, wie baut man ökologisch gut und richtig und vor allem gesund, was die Baustoffe betrifft und was die Inhalte betrifft. Da sind, glaube ich, mittlerweile die Menschen sehr stark sensibilisiert und genauso geht es mir. Ja, und wir wissen ja, dass die Messe Graz, MCG, Sie im Besonderen, uns ja immer gut unterstützt haben. Zum Beispiel Karl Kuckerwitz, der da hinten steht, in dieser Fachausstellung im Foyer Süd. Das ist jetzt die 18., die stattfindet. Sie waren immer Förderer und Unterstützer dieser Idee. Und da wollen wir uns einmal auf dem Weg auch bedanken. Herzlichen Dank. Der Dank geht zurück, weil ihr bereichert eben seit 18 Jahren unser Programm hier. Und ich glaube, man kann auch sagen, ihr wart Vorreiter. Ihr habt über verschiedene Themen längst gesprochen, wo sich andere noch nicht darum gekümmert haben. Heute sagt man bei vielen, es ist selbstverständlich, aber ihr wart sehr, sehr früh dran. Und es ist einfach eine wirkliche Bereicherung für die Häuselbauermesse, für unsere Kunden, für das Bauen. Schön, dass ihr da seid. Dank geht zurück. Aber da muss ich halt sagen, Lob gebührt denen, die es wirklich verdient haben. Also wenn ich den Karl hernehme, der als Mann der ersten Stunde hier war und Gott sei Dank durchgehalten hat mit eurer Unterstützung, weil man merkt jetzt bei dieser Messe nach der Pandemie noch viel stärker das Interesse der jungen Leute am baubiologischen Bauen, an gesunden Baustoffen. Und es ist irgendwie so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfeil, dass wir uns in Zukunft noch mehr bemühen werden, gemeinsam wieder, dass wir das gesunde Bauen allgemein wieder vergrößert darstellen können. Das können wir gerne machen. Die nächste Häuselbauermesse ist schon in Planung. Und wir sind wieder dabei. Herzlichen Dank. Danke vielmals. Alles Gute euch und wir sehen uns spätestens 24.